begrüße jetzt erstmal Professor Dr. Ulrich Willems von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, dort am Lehrstuhl für politische Theorie und Religion und Politik. Ich freue mich, dass Sie hier sind, ganz besonders, weil wir Sie auch im letzten Jahr schon eingeladen hatten und das leider nicht geklappt hat. Umso mehr finde ich das schön, dass wir das jetzt so ein bisschen nachholen können und dass Sie dieses Jahr dabei sind. Und ja, freue mich auf Ihre einleitenden Worte, auf den Impuls, den wir dann aufgreifen werden mit den Gästen auf dem Podium. Bitte schön. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich schon jetzt, nachdem ich gerade eben schon die Diskussion erlebt habe, nachher auf die Diskussion im Anschluss an Vortrag und Podium. Was Ihnen von mir heute zu hören bekommen wird, vielleicht Ihre Erwartungen etwas enttäuschen, weil ich jetzt natürlich als Politikwissenschaftler nicht anfangen werde, ganz konkrete Policy-Empfehlungen zu geben, wie Gesellschaft dann mit, wie Politik und Gesellschaft mit den Herausforderungen, denen sich die religionspolitische Ordnung derzeit ausgesieht, sieht, umgehen soll, sondern es wird in meinem Vortrag eher darum gehen, die grundlegenden Probleme und die Schwierigkeiten bei einem Umbau der religionspolitischen Ordnung herauszustellen und vor allem auch die sehr unterschiedlichen Bewertungsperspektiven, die man in einer solchen Debatte einnehmen kann. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein Feld, in dem es viele Antworten gibt, vermutlich auch nicht, vor allem nicht die eine richtige, sondern es handelt sich vielfach um sehr umstrittene Fragen, bei denen es sich anbietet, wie das ja auch in der Gründung, wie Frau Neumann schon deutlich gemacht hat, bei der Gründung der wenn man so will, unseres religionspolitischen Modells mit der Weimarer Reichsverfassung gewesen ist, die im Wesentlichen auch Kompromisse erfordert. So, das soll am Ende ein bisschen deutlich werden. Die Komplexität der Fragen, die Schwierigkeit der Fragen und die Herausforderungen, die daraus resultieren. Zunächst zum Modell. Und ich bin jetzt ja so ein bisschen in der Lage, Sie haben ja schon in den beiden vorherigen Vorträgen einiges darüber gehört und insofern kann ich mich jetzt an manch vielen Stellen darauf beschränken, zu kommentieren oder nochmal einen anderen Akzent zu setzen. Frau Neumann hat ja gesagt, dass das religionspolitische Modell, das mit der Weimarer Reichsverfassung geschaffen worden ist, ein Kompromiss gewesen ist. Damals hatten wir, wie auch 1949, wenn man ein Patt der religionspolitischen Kräfte, nämlich auf der einen Seite diejenigen, die für eine strikte Trennung von Politik und Religion, Staat und Kirche und die Verweisung der Religion in die Privatsphäre eintraten und auf der anderen Seite diejenigen Kräfte, die nach wie vor sowohl auf protestantischer als auch katholischer Seite ein Interesse daran hatten, sozusagen an der Förderung von Religion und sozusagen an den Voraussetzungen von an den Voraussetzungen für die Sicherung ihrer religiösen Praxis. Und um den Kompromisscharakter einfach nur noch mal deutlich zu machen, es ist vorhin ganz viel über den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts geredet worden und um die Frage, irgendwie, ob und inwiefern es sich darum eine Privilegierung handelt. Damals hatten die Politiker und Politikerinnen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt werden, ein großes Transitionsproblem zu lösen. Es gab eine alte Ordnung, in der die Kirche Teil der Staatsorganisation war. Die protestantische Kirche, nicht die katholische. So, jetzt sollte auf eine Ordnung umgestellt werden, in der sozusagen diese Einbindung nicht mehr Bestandteil der neuen Ordnung sein sollte. Wenn man jetzt in gewisser Weise Religion privatisiert hätte und hätte sozusagen die christliche Kirche, die protestantische Kirche in die Freiheit entlassen, dann wäre sozusagen der Protestantismus seine gesamten Organisationsformen zusammengebrochen. Man hätte mit anderen Worten in Kauf nehmen müssen, dass es eine vergleichsweise lange Zeit dauert, um sozusagen mit der Protestantismus sich neu organisiert, die Ressourcen für die Ausübung der religiösen Praxis. Und deswegen ist der Körperschaftsstatus damals ein Kompromissinstrument gewesen, die Ablösung, die Trennung von Staat und Kirche in diesem Sinn, die evangelische Kirche nicht mehr Teil der Staatsorganisation, und dafür über den Körperschaftsstatus und die Kirchensteuer sozusagen ein Instrument, das vor allem dieser Religionsgemeinschaft ihre Weiterexistenz ermöglicht. So,
ob eine solche Konstruktion dann in veränderten Umständen weiter trägt, darüber kann man reden, aber sozusagen, es war jedenfalls ein Kompromiss und ein Hilfsinstrument in einem wesentlichen gesellschaftlichen Übergang und an dem Punkt jedenfalls kein Instrument der Privilegierung des Protestantismus. Gut. Ich will jetzt sozusagen nicht so viel über die Weimarer Reichsverfassung reden und die Kontinuitäten liegen angesichts des Regelungsbestandes in Artikel 140 des Grundgesetzes auf der Hand. Es gibt aber auch große Diskontinuitäten und daran kann man sehen, dass bei beinahe gleichbleibenden Regelungsbestand daraus sehr unterschiedliche religionspolitische Ordnungssysteme resultieren können, was bedeutet, der Regelungsbestand alleine ist es nicht, sondern es ist die Art und Weise, wie Politik und wie Gesellschaft dann mit diesen Regelungen auch umgeht. Denn die religionspolitische Ordnung der Weimarer Reichsverfassung ist im Wesentlichen eine gewesen, die Distanz zu den Kirchen hergestellt hat. Sozusagen kein Vergleich mit der engen Kooperation, die wir in der Bundesrepublik kennen, während umgekehrt die Bundesrepublik durch diese enge Kooperation gekennzeichnet ist. Was zeichnet nun die religionspolitische Ordnung der Bundesrepublik aus? Im Wesentlichen wird sie bestimmt durch den Grundrechtsteil, nämlich die Garantie der Religionsfreiheit in Artikel 4 und das Diskriminierungsverbot in Artikel 3. Die Trennung von Staat und Kirche kann man dem schon zitierten Artikel dem Bestand entnehmen, der aus der Weimarer Reichsverfassung eingefügt worden ist. Aber es findet zum Beispiel kein Neutralitätsgebot im Grundgesetz. Das Neutralitätsgebot ist vom Bundesverfassungsgericht aus diesen Regelungen weiterentwickelt worden. Es gibt kein Neutralitätsgebot, sondern das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil 1965 einmal erklärt, dass der Staat die Heimstatt aller Bürger ist. So, aus der Formel Heimstatt aller Bürger heißt, es müssen sich alle in gewisser Weise zu Hause fühlen. Auch daraus kann man aber auch kein Neutralitätsgebot ableiten. Mit anderen Worten, strikt findet sich im Grundgesetz die Garantie der Religionsfreiheit, das Diskriminierungsverbot und sozusagen das Trennungsgebot. Und der Rechtskorpus geht davon aus, dass mit diesem Trennungsgebot alle anderen Regeln, die sich darum herum finden, Körperschaftsstatus, Kirchensteuer, vereinbar sind. Das Grundgesetz ist aber nicht die einzige Regelungsinstanz für die religionspolitische Ordnung der Bundesrepublik, sondern wir haben es auch mit Regelungen auf der Ebene der Länderverfassungen zu tun. Wir haben es zu tun mit der konkreten Religionspolitik, die seit Beginn der Bundesrepublik unsere religionspolitische Ordnung ganz stark geprägt hat. Also ich erinnere nur daran, dass in den Verhandlungen um das Grundgesetz die Kirchen, die katholische Kirche insbesondere, aber auch CDU und CSU die Konfessionsschule durchsetzen wollten. Also die eindeutige konfessionelle Prägung der Grundschule, das gelang nicht. Und dann ist sozusagen diese Konfessionsschule vor allem in den ehemals mehrheitlich katholischen Ländern dann 1949 folgend in den Länderverfassungen festgelegt. Also Bayern, Baden-Württemberg bis hoch ins Rheinland. Das ist Religionspolitik, es ist aber auch die administrative Praxis. Also wir werden gleich über Ungleichbehandlung reden, die sehr unterschiedliche Umgang mit Religionsgemeinschaften ist nicht unbedingt etwas, was sich aus dem Regelungsbestand der Verfassung ergibt, sondern es hat damit zu tun, wie die Länderverwaltungen mit Anträgen auf Zuerkennung des Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts umgegangen sind. Und das haben sie sehr einseitig und sehr restriktiv getan, sodass viele Religionsgemeinschaften bis hin etwa zu den Zeugen Jehovas dann nichts anderes übrig blieb, als vor Gerichten zu klagen. Und die meisten haben sozusagen dann spätestens vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen. Mit anderen Worten, die administrative Praxis hat darauf gesetzt, lass mal sie doch klagen, ist teuer, kostet, vielleicht tun sie es dann auch gar nicht. Mit anderen Worten, aber auch das ist Bestandteil, wenn man so will, dieses Element, dass es diesen Spielraum der administrativen Praxis gibt, Bestandteil unserer religionspolitischen Ordnung. So, worin besteht die Ungleichheit und warum gibt es diese Ungleichheit? Also meine These ist, wir haben es nicht mit einer hinkenden Trennung zu tun. Nicht fehlende Trennung ist das Problem der religionspolitischen Ordnung der Bundesrepublik, sondern Asymmetrie und Ungleichbehandlung. Warum kommt es zu dieser Ungleichbehandlung? Da will ich jetzt zunächst mit beginnen. Politik löst keine Probleme der Zeit,
Also sie löst keine universellen Probleme und sie versucht auch keine universellen Lösungen zu schaffen. Ich habe eben schon am Beispiel des Bürgerschaftsstatus gemacht, wie Politik umgeht. Sozusagen, es geht darum, sozusagen in gewisser Weise gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern, die Kooperation für die neue Republik auch der Religionsgemeinschaften zu gewinnen, das Bestandsproblem der evangelischen Kirche zu lösen, also ich sag mal, in einer spezifischen Situation eine spezifische Herausforderung zu bewältigen und nicht zu fragen, wie hält das auch noch in 100 Jahren. So, dementsprechend ist es so, muss man einfach mal daran erinnern, irgendwie als die Verfassungsberatungen stattfanden, waren noch über 96% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger Mitglied einer der beiden großen Kirchen. Man hatte kein Problem religiöser Pluralität zu lösen, sondern es ging um die Frage der Regelung des Verhältnisses von Staat und Kirche und der Definition dessen, was denn Religionsfreiheit bedeutet in dieser historischen konkreten Situation. Deswegen hat man auch ein Problem so gelöst, dass es auf diese Situation zugeschnitten hat, was bedeutet, dass es kein Wunder ist, dass viele sozusagen sowohl Formulierungen, die man beibehalten hat, als auch die nachfolgende Politik natürlich auf die christlichen Kirchen ausgerichtet haben. Da hat noch niemand an den Islam gedacht und an die ganz andere innere Verfassung des Islam, sondern man hatte ein Problem für eine im Wesentlichen christliche Gesellschaft gelöst. So, das ist das eine. Also wenn man so will, ganz pragmatisch, Lösung der Probleme der Zeit. Das zweite ist aber, dass es, wenn man so will, einen sehr spezifischen Grund für die Asymmetrien gibt. Und das hat was mit dem religionspolitischen Programm zu tun, das vor allem CDU, CSU, aber auch die christlichen Kirchen in dieser Zeit vertreten hatten. Die hatten nämlich eine klare Diagnose für die Ursachen des Nationalsozialismus. Und das war eine Gesellschaft ohne Gott, Säkularisierung hat das ermöglicht. So, was ist das Therapeutikum, das dann auf der Hand liegt? Die Wiederverchristlichung der Gesellschaft. Deswegen war es das Ziel dieser Kräfte, dafür zu sorgen, dass eben die christlichen Kirchen, dass das Christentum wieder relativ breiten Raum in der Gesellschaft bekommt, um in gewisser Weise, wenn Sie so wollen, wie eine Impfung der Gesellschaft gegen die Versuchungen des Faschismus zu wirken. So, deswegen sozusagen die breite Kooperation, auch deswegen sozusagen dann nochmal der Versuch, die Konfessionsschule durchzusetzen, mit der man den Kirchen ja einen relativ breiten Raum eröffnet hätten und das dann im Zweifelsfalle auch auf Länderebene zu tun. So, was sind denn jetzt, wenn man mal durchgeht, die Elemente der Schlagseite, die sich sowohl im Verfassungstext als auch in anderen Orten der religionspolitischen Ordnung der Bundesrepublik finden? Da haben wir zum einen die Gottesformeln in der Präambel des Grundgesetzes, ne, in Verantwortung vor Gott und den Menschen und in vielen Länderverfassungen. Sie finden in vielen Länderverfassungen und Schulgesetze explizit religiöse und aber auch christliche Erziehungsziele. Also es soll erzogen werden, bayerisches Landesgesetz, zur Ehrfurcht vor Gott. Es soll sozusagen im Geiste der christlichen Nächstenliebe erzogen werden. Das sind, wenn man so will, alles Formulierungen, Länderverfassungen, die sozusagen aus dieser Zeit und aus dieser Intention stammen. So, dazu gehören natürlich auch die Anordnung von Kreuzen in öffentlichen staatlichen Räumen. Dazu gehört aber auch schon die erwähnte Sonn- und Feiertagsregelung, dass eben die traditionelle Sonn- und Feiertagsregelung, der Schutz des Sonntags und der christlichen Feiertage beibehalten wird. So, das ist, wenn man so will, eher so etwas wie eine religiös-christliche Schlagseite. Es gibt aber auch eine spezifisch christliche Schlagseite. Nachdem die Konfessionsschule in den 60er Jahren angesichts mangelnder Unterstützung durch die Bevölkerung, also eben auch durch die Christinnen und Christen aus den beiden Kirchen zusammengebrochen war, weil in einer zunehmend heterogenen und pluralistischen Gesellschaft waren die Konfessionsschulen in vielen Gegenden einfach nicht mehr groß genug, sie funktionierten nicht mehr, hat man sich auf das Modell der christlichen Gemeinschaftsschule geeignet, in denen sozusagen die Kulturwerte des Christentums als Leitwerte funktionieren sollen. So, und auch diese Formulierung, auch diese Schulen sind später vom Bundesverfassungsgericht gelandet, ist immer die Frage, geht es darum, jetzt in gewisser Weise in diesen Schulen noch zu missionieren, oder geht es schlichtweg um das, was Herr Beck vorhin in seinem Beitrag deutlich gemacht hat, dass in gewisser Weise diese Schulen es auch ermöglichen sollen, das eigene kulturelle Erbe verstehen, lesen und dann in gewisser Weise auch entschlüsseln zu können.
Ja, oder so, ich will es dabei mal belassen. Und die großkirchliche Schlagseite besteht zum Beispiel dann in der spezifischen Ausformung der Kirchenartikel des Grundgesetzes. Ein Großteil des Religionsrechts der Bundesrepublik wird in den Verträgen zwischen den beiden großen Kirchen und den Landesregierungen geregelt. Unter anderem die theologischen Fakultäten sind an dieser Stelle abgesichert. Und auch, und da werden wir vermutlich dann später im Gespräch noch drauf kommen, die Vorrangstellung der freien Träger in der Wohlfahrtspflege. Herr Beck hat mit seiner Bemerkung völlig recht, es ist eine Vorrangstellung aller freien Träger. Aber natürlich ist sozusagen die Vorrangstellung freier Träger in einer Gesellschaft, die mehrheitlich christlich geprägt ist, schafft Strukturen, die sozusagen auch eine pluralistische, in eine pluralistischere Welt hineinragen. Und insofern resultiert auch heute daraus noch ein Problem. Und angesichts begrenzter Organisationskraft von anderen Weltanschauungen und anderen religiösen Gemeinschaften ist tatsächlich, wenn wir gleich über Reformbedarf reden, die Frage, ob nicht sozusagen die Vorrangstellung freier Träger so relativiert werden muss, dass nicht in Situationen, in denen, das hat auch das Bundesverfassungsgericht 1967 in seinem berühmten Sozialhilfeurteil deutlich gemacht, in denen gleichsam nicht mehr gewährleistet ist, dass die Bedarfe in der Bevölkerung abgedeckt werden, ob nicht dann doch die Kommunen stärker wieder ins Spiel kommen müssen. Worin besteht die Ungleichbehandlung? Die Ungleichbehandlung in allen diesen Fällen, die ich eben aufgeführt habe, besteht darin, dass eine religiöse Tradition unter Bedingungen religiöser Pluralität bevorzugt wird. Man darf aber nicht vergessen, ich habe sozusagen die Gottesformel erwähnt, die Erziehungsziele, im Wesentlichen, in vielen Hinsichten handelt es sich um eine symbolische Bevorzugung. Es gibt aber natürlich auch materielle Vorteile und der Körperschaftsstatus ist ein Beispiel dafür, dass auch wenn er prinzipiell jede und jeder Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft offen steht, die Bedingungen erfüllt, sind die Bedingungen, das hat Herr Schöppner eben deutlich gemacht, so geartet irgendwie, dass sie etwa der Islam nicht erfüllen kann. Ich will aber, und ich habe eben angekündigt, dass ich eher sozusagen die problematischen Aspekte deutlich machen will, die Diagnose von Ungleichbehandlung ist eine ausgesprochen schwierige Frage, weil man muss nämlich immer entscheiden, auch wenn es um Reformbedarf geht, handelt es sich eigentlich um unvermeidliche Asymmetrien. Was sind unvermeidliche Asymmetrien? Denken Sie an die Sonntagsregelung. Ja, könnten wir, also wenn wir gerecht sein wollen und gleich behandeln wollen, sagen irgendwie, wir wechseln von Jahr zu Jahr irgendwie, einmal ist der Sonntag, der christliche Sonntag, der Feiertag, der arbeitsfreie Tag der Woche, dann im Jahr drauf irgendwie der Samstag und im dritten Jahr dann der Freitag. Das funktioniert, und ähnlich bei den Feiertagen, das funktioniert nicht. Und insofern würde man sagen, so ähnlich wie es offizielle Landessprachen gibt, die man nicht beliebig durch weitere Sprachen ergänzen kann. Ich meine, die Europäische Union ist ein solcher Versuch, irgendwie offizielle Sprachen breit zu machen, aber es gibt Grenzen der Praktikabilität dafür. Ähnlich ist es mit solchen unvermeidlichen Asymmetrien wie des arbeitsfreien Tags in der Woche. Selbst wenn man eine andere Begründung schreibt, ist es am Ende der arbeitsfreie Tag in der Woche, ist der Sonntag und es eröffnet Christinnen und Christen mehr Optionen, als es den Muslimen und sozusagen den Juden eröffnet. So, mit anderen Worten, die Asymmetrie ist und bleibt unvermeidbar. Das Zweite ist, es gibt auch so etwas wie ein Recht der Mehrheit auf Ausdruck ihres kulturellen Erbes. Es gibt in Großbritannien eine Diskussion zum Beispiel darüber, wie es denn mit dem Kreuz in der britischen Flagge ist. Und da hat irgendwie ein Kollege im Fach, ein britischer Theoretiker, der Hindu ist, dazu gesagt, also ganz ehrlich, die Geschichte dieses Landes, Großbritannien, ist so sehr mit dem Christentum verbunden, dass es keine Zurücksetzung von Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften ist, wenn in Erinnerung an diese Geschichte das Kreuz in der Flagge bleibt und jetzt nicht aus der Flagge rausgenommen wird. Das, würde ich sagen, ist ein Fall eines Rechtes einer kulturellen Mehrheit auf Ausdruck sozusagen ihrer Kultur und der Verwobenheit des Landes mit ihrer Geschichte. Und dann gibt es natürlich die offensichtlichen oder mehr oder weniger offensichtlichen Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen. So,
Das Problem hört dann aber nicht auf, wenn es darum geht, was heißt Gleichbehandlung oder Ungleichbehandlung. Es gibt mindestens, man kann zumindest drei Bedeutungsdimensionen von Gleichbehandlung unterscheiden. Die erste, man kann das am besten sagen mit einem englischen Begriff. Eine Definition von Gleichbehandlung würde lauten hands off. Also wie kann der Staat Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften gleich behandeln, indem er jeden Kontakt vermeidet. Das ist unter anderem das Modell der USA. Sozusagen keinerlei Kontakt, keinerlei Förderung und dementsprechend behandelt man alle gleich. Dann das Zweite, mit einem englischen Begriff bezeichnet als Even-Handedness. Also, das ist eine Form der Gleichbehandlung, die aber Gleichbehandlung nicht dadurch herstellt, dass sie alle gleich behandelt, sondern die versucht, die Besonderheiten der Adressaten mit zu berücksichtigen. Man könnte es mit einer anderen Formulierung sagen, das ist keine Gleichbehandlung, sondern eine Behandlung als Gleiche. Die Bedürfnisse unterschiedlicher Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften sind verschieden und deswegen sind gleiche Maßnahmen überhaupt nicht angemessen, auch kein Ausdruck von wirklicher Gleichbehandlung, sondern man muss in gewisser Weise, will man zum Beispiel das Recht auf Wahrnehmung von Religionsfreiheit fördern, dann muss das bei Christen möglicherweise anders aussehen als bei Muslimen und es muss bei Weltanschauungsgemeinschaften wiederum anders aussehen. Also nicht die gleichen Maßnahmen für alle, sondern je spezifische Maßnahmen und dadurch wird klar. Das sieht natürlich nach Ungleichbehandlung aus, aber faktisch steht dahinter die Idee der Gleichbehandlung. Dritter Punkt, man kann natürlich auch strikt gleich behandeln, also dieselben Maßnahmen für alle. Dass das aber auch nicht ganz unproblematisch ist, diese strikte Form der Gleichbehandlung kann man am Steuerrecht ganz einfach sehen. Also ein Steuerrecht, das alle gleichermaßen besteuert und auf jede Progression verzichtet, gewährt zwar Gleichbehandlung, aber ob es sozusagen die Menschen, weil sie in ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft unterschiedlich sind, tatsächlich gleich behandelt, kann man ja schwer in Frage stellen. Gut, in ähnlicher Art und Weise. Problematisch und vieldeutig ist der Trennungsbegriff. In westlichen Demokratien bedeutet, also wenn man mal den Blick tatsächlich empirisch darauf wendet und fragt, was soll Trennung wer leisten und wie wird sie praktiziert, dann kann man sehen, dass sozusagen auf der normativen Ebene, die alle westlichen Demokratien so etwas haben, also meistens in Verfassungen, Religionsfreiheit, Diskriminierungsverbot und irgendeine Form der institutionellen Differenzierung zwischen Religion und Politik, Staat und Kirche. Aber das ist extrem unterschiedlich ausgestaltet. Die klassische Unterscheidung, die hier vor allem aus der Rechtswissenschaft stammt, unterscheidet zwischen Trennungssystemen, Kooperationssystemen und Staatskirchensystemen. Trennungssysteme sind Frankreich und die USA. Kooperationssysteme, das beste Beispiel dafür ist die Bundesrepublik. Und Staatskirchensysteme sind das, was wir in Skandinavien finden und offiziell auch noch in Großbritannien. Man kann aber sehen, dass diese alte Dreiteilung wenig hilfreich ist, weil wenn man sich empirisch ansieht, wie denn Religion, wie das Verhältnis von Staat und Religion, Staat und Kirche und Religionsgemeinschaften geregelt wird, dann ist das ausgesprochen vielfältig. Es gibt inzwischen dazu eine empirische Untersuchung, amerikanisch-israelischer Politikwissenschaftler hat inzwischen einen Datensatz über alle Staaten der Welt erstellt, wo man eben sehen kann, dass unterschiedliche Staaten und selbst so ein Trennungssystem wie Frankreich Religion in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen regelt, kooperiert und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, diese Dreiteilung führt tendenziell eher in die Irre. Was ist denn sozusagen der entscheidende Punkt von Trennung? Ein Kollege im Fach, Alfred Steppan, hat sozusagen auch in Reaktion darauf, wie empirisch vielfältig dieses Verhältnis von Staat und Kirche ausgestaltet ist, das auf die Formel von den Twin Tolerations gebracht, also den zwei notwendigen Toleranzen. Der Fokus ist, es braucht sozusagen die Kompatibilität von Religion und Demokratie. Das muss gewährleistet sein. Und damit das gewährleistet ist, muss sozusagen die Politik über ein Mindestmaß an Autonomie verfügen.
Das heißt, es dürfen keine religiösen Amtsträger, politischen Amtsträger geben. Und umgekehrt, damit das funktioniert, braucht auch die Religion ein Mindestmaß an Autonomie. Wie man diese Kompatibilität von Religion und Demokratie durch diese wechselseitige Gewährleistung von minimalen Autonomiespielräumen gewährleistet, das ist eben empirisch ausgesprochen vielfältig. Und wenn man dieses Trennungskriterium anwendet, dann entspricht dem sowohl Großbritannien als auch Skandinavien als auch möglicherweise Frankreich und die USA. Und worum es dann gehen würde, ist zu fragen, welches spezifische Arrangement, welche Gewährung, welches Maß an Kooperation und welches Maß an Distanz Vor- und Nachteile hat. Und ich würde an dieser Stelle, da werden dann auch vielleicht die Unterschiede deutlich, nach wie vor denken, dass dass wir das Kooperationssystem, wie wir es in der Bundesrepublik haben, extrem viel spricht. Erstens ist es mal so, dass auf diese Art und Weise, darüber ist heute vergleichsweise wenig gesprochen irgendwie, das Recht auf Religionsfreiheit, es taucht in die Formulierung auf, Religion ist Privatsache. Man darf nicht vergessen, wenn man das historisch in den Blick nimmt und auch noch mit Blick auf die Gegenwart und vor allem auch nicht nur auf Europa, sondern auch weltweit, dass sozusagen Religion und Weltanschauung, aber vor allem auch Religion, sehr traditionelle Religion, eine wesentliche Dimension menschlicher Existenz ist. Und das Recht auf Religionsfreiheit soll es gewährleisten, dass Menschen ihren religiösen Orientierungen in ihrer gesamten Lebenspraxis folgen sollen. Relevant für Politik ist das deswegen, weil das natürlich auch heißt, in der Politik. So, und dementsprechend kann man nochmal deutlich zu machen, irgendwie, worin der Vorteil des Kooperationssystems liegt. Und in der Vergleich zum Unterschied nochmal zu den USA. Die USA sind geprägt durch eine Vorstellung, nach der der Staat so weit wie möglich zurückgedrängt werden kann. Wenn Sie sozusagen in den USA, wie das jetzt einige Demokraten im Wahlkampf versuchen, in gewisser Weise ein europäisches Sozialstaatsmodell den Amerikanern zu verkaufen, dann ist möglicherweise, wird man damit auf die Nase fallen. Europa hat ein ganz anderes Verständnis von sozusagen dem Verhältnis von Bürgern zum Staat. Mit unserer ausgebauten Wohlfahrts- und Sozialstaatlichkeit sehen wir den Staat in der Verpflichtung, die Bedingungen unserer Existenz zu gewährleisten. Er greift in viel größerem Maße ein. Und die Frage ist einfach, warum sozusagen eine Dimension der Existenz, nämlich die religiöse Existenz, das Recht auf Religionsfreiheit, von der Förderung ausgenommen werden soll. Wir fördern Oper, wir fördern den Sport und auch da sind nicht immer alle gleichermaßen von betroffen und gleichermaßen daran interessiert. Und insofern macht auch eine Förderung von Religion Sinn. Das Zweite ist, ist auch schon angeklungen, dass man Religion auf diese Art und Weise natürlich viel stärker als Ressource nutzen kann. Das Dritte und Wesentliche aber ist, dass eine solche Kooperation auch in einem extremen Maße die Kontrolle von Religion eröffnet. Und alle Formen staatlicher Kooperation mit Religion seit dem Westfälischen Frieden haben immer auch darauf gezielt, Religion als eine gesellschaftliche Macht zu kontrollieren und in gewisser Weise in Regie zu nehmen. Herr Wolf hat von dem Zivilisierungseffekt gesprochen. Man könnte auch eher sozusagen von einem Kontrolleffekt sprechen. Natürlich ist die Institutionalisierung von Theologie an Universitäten, die verfolgt im Wesentlichen den Zweck, dass sozusagen Dogmenbildung, das Gespräch auch in einer akademischen Öffentlichkeit stattfindet, dass sich sozusagen, dass sich Religion, religiöse Traditionen rechtfertigen müssen, irgendwie auch im Gegenüber zu den Wissenschaften. Das hat eben auch ein Kontrollelement. Der Nachteil besteht tatsächlich darin, dass die Anforderungen an eine Gleichbehandlung von religiösen Minderheiten größer sind. Ich will jetzt mit Blick auf die Zeit noch zwei kurze Punkte erwähnen. Das erste ist, wo sehe ich den größten Reformbedarf? Der allergrößte Reformbedarf besteht mit Blick auf die Integration der Muslime. Schon verschiedentlich genannt worden, warum das nicht so einfach ist. Sozusagen ist keine organisierte Religionsgemeinschaft, sie kennt keine Mitgliedschaft. Die Kompatibilität zu den Formen, zu den Angeboten, die
die es im deutschen religionspolitischen System gibt, ist nicht unbedingt gegeben. Und auch da würde ich aber an vielen Punkten sagen, es gibt viele materielle Fragen, die man durchaus klären kann. Die entscheidende Frage dort ist die symbolische Anerkennung des Islam als einer Religionsgemeinschaft, die sozusagen inzwischen zur Kultur der Bundesrepublik gehört. Und deswegen geht es am Ende nicht um den Körperschaftsstatus, aber es geht um die Anerkennung, die mit der Verleihung des Körperschaftsstatus verbunden wäre. Insofern gibt es dazu vielleicht auch alle Alternativen. Die zweite, mindestens so dringende Herausforderung ist die Organisation des Wohlfahrtssektors, das, was sozusagen die Folge der Vorrangstellung der freien Träger ist, und die damit verbundenen Regelungen, wie etwa die Privilegien, die die Kirchen etwa im Betriebsverfassungsgesetz genießen, nämlich besondere Loyalitätspflichten für kirchliche Arbeitnehmer und daneben auch das eingeschränkte kollektive Organisationsrecht. Lass es dabei. Ich will jetzt noch ganz kurz etwas sagen zu den religionspolitischen Reformperspektiven. Denn man darf nicht vergessen, und jetzt rede ich in gewisser Weise als Fachwissenschaftler, dass sozusagen der Entwurf von Reformperspektiven gut und schön ist, aber man muss natürlich auch über die Umsetzbarkeit nachdenken. Und man sollte im Zweifelsfalle, ist man besser beraten damit, Ideen vorzuschlagen, die auch eine Chance auf Realisierung haben. Wie sieht es irgendwie mit den Handlungsspielräumen für religionspolitische Reformen aus? Wenn Sie mal einen Test machen und lesen die Partei- und Wahlprogramme der großen Parteien auf Bundes- wie Landesebene der letzten 15 Jahre, dann werden Sie feststellen, die CDU und CSU plädiert für das Weiter-so der religionspolitischen Ordnung samt ihrer Asymmetrien. Die SPD zeigt schlichtweg kein Interesse an diesen Fragen. Das gilt natürlich nicht für den kleinen Teil derjenigen in der Partei, die sich sozusagen, also die Christinnen und Christen in der SPD und die Laizistinnen und Laizisten in der SPD, aber für die Partei insgesamt gilt das. Die Grünen sind die große Ausnahme, die nach der Beschneidungsdebatte einen massiven innerparteilichen Konflikt hatten zwischen Säkularen und Christinnen und dann ein Papier entwickelt haben, das relativ gute Reformvorschläge macht. Ähnlich sieht es bei der Linken aus. Die sind in gewisser Weise noch nicht so weit, sondern da geht die Spaltung über von radikalen Trennungsbefürwortern zu Verfürwortern des Kooperationsmodells weiter. Mit anderen Worten, wenig Aussichten auf Unterstützung für religionspolitische Reformen im politischen Raum. Das Zweite ist, was braucht man? Organisationen und Koalitionen. Und da muss ich in gewisser Weise ein bisschen Herrn Wolf widersprechen, weil das Problem ist, dass die Konfessionslosen keine homogene Gruppe sind. Es gibt erst langsam Forschungen über die sogenannten Konfessionslosen weltweit. Und man geht, glaube ich, nicht fehl, irgendwie, wenn man sagt, irgendwie, dass der größte Teil der Konfessionslosen keineswegs Atheistinnen sind, sondern das sind einfach aus den Kirchen ausgetretene Mitglieder. Die meisten von denen hatten finanzielle Gründe für ihren Austritt, nämlich die Kirchensteuer. Aber das heißt nicht, dass sie sozusagen keine Christen mehr sind, dass sie nicht mehr an Gott glauben. So, in gewisser Weise diese 40% in Anspruch zu nehmen und zu organisieren, ist ausgesprochen problematisch. Man wird sie auch kaum organisieren können. Sie haben keine gemeinsamen Interessen. Deswegen ist es sozusagen gerade für diese Gruppe ausgesprochen schwer, irgendwie sozusagen politische Bedeutung zu erlangen. So, allerletzter Punkt, was es braucht, wenn sozusagen die politische Durchsetzungskraft gering ist, wenn es wenig Koalitionäre gibt unter den Parteien für Reform, dann braucht es eine Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses. Den wird man nicht unbedingt durch Polarisierung schaffen, sondern den wird man nur dann schaffen, auch angesichts der Formierung einer Partei, die religionspolitisch höchst problematische Positionen vertritt, dadurch, dass man sozusagen Verständnis für das Problem, für die Komplexität des Problems und sozusagen auch eine Bereitschaft und Fähigkeit zum Kompromiss fördert. Und wenn Sie denn einen Vorschlag haben wollen für das, dann geht es gar nicht darum, konkrete Maßnahmen zu fordern und zu beschließen, sondern wir brauchen eine breite gesellschaftliche Debatte darüber. Ein gutes Beispiel dafür hat die Provinz Quebec in Kanada geliefert, die vor ähnlichen Herausforderungen stand, die auch ein eher kooperatives Modell, religionspolitisches Ordnungsmodell haben und die ab 2006 eine Kommission unter dem Vorsitz zweier Philosophen eingesetzt haben, die eine breite gesellschaftliche Diskussion in Gang gesetzt haben, dann einen Bericht geschrieben haben, der im Wesentlichen für die Fortschreibung der Kooperation plädiert hat, aber der zum Beispiel auch
extrem viel Raum einräumt für die Diskussion der Einwände gegen die Fortsetzung des Kooperationssystems. Und das hat dazu geführt, dass die religionspolitische Debatte, die eben auch Umgang mit Muslimen und Ähnlichem extrem angespannt war, sich entspannt hat. Ich denke, der Bundesrepublik täte ein solcher Prozess gut. Danke.